Hallo und herzlich willkommen bei Steinschleifmaschinen.at in Litzen in Österreich. Mein Name ist Fred Wasmer und ich möchte Ihnen heute unsere zwei Einsteiger-Sets für Anfänger vorstellen. Dies soll vor allem Anfängern bzw. Einsteigern eine Hilfestellung sein, die zu Beginn des Schleifens nicht genau wissen, was man denn alles dafür an Maschinen oder Utensilien benötigt. Dafür haben wir für euch zwei verschiedene Komplettsets zusammengestellt. Das eine Set seht ihr bereits. Es ist das Set zum Kapuschonieren, das heißt auch in unserem Shop so, also Set Kapuschonieren. Das Set besteht aus zwei guten Maschinen, aus zwei qualitativen Maschinen, traue ich mir zu sagen. Einmal die Säge, die Germany 250. Hat ein Sägeblatt mit 250 mm eingebaut, ein gesintertes Sägeblatt, ein langlebiges und hat eine Schnitthöhe von ca. 95 mm. Dazu passend haben wir uns für die Cap King entschieden zum Kapuschonieren. Hier können in erster Linie Rundungen hergestellt werden auf den Steinen, Anhängerformen, Kapuschonformen, also alles was Rundungen benötigt, Freiformen, Schmucksteine, also dafür passt die Cap King hervorragend. So, woraus besteht nun das Cabochon Set? Ihr seht hier eine Capping Maschine, also eine Räderschleifmaschine mit 6 Rädern. Es ist die Cap King, eine sehr bekannte amerikanische Maschine mit 220 Volt Betriebsspannung. Ihr habt hier zwei grobe Räder drauf, ein 80er und ein 220er für die Grobformherstellung. Wenn es geht, vermeidet das 80er, das hinterlässt oft tiefe Rillen und dann muss beim 220er so lange schleifen, bis du es raushaust. Wenn du viel Material zum Abtragen hast, dann ja, okay, dann das 80er und dann mit dem 220er die Kratzer vom 80er entfernen. Dann haben wir das erste weiche Rad, das wichtig ist für die gerundete Cabochonform, das ist 280 weich. Auf der rechten Seite haben wir 600, 1200 und 3000. Und dann gibt es am Ende noch einen Polierteller zum Aufschrauben, mit dem man mit Diamantpaste poliert. Was mir besonders gut gefällt an der Cap King ist die schöne Wasserdosierung. Pro Rad einen Wasserregler. Da befinden sich unterhalb zwei Düsen pro Rad, die man noch einstellen kann, sodass das Rad optimal benetzt wird. Also hier im ersten Drittel und hier drüben im zweiten Drittel, dann ist das Wasser überall am Rad. Sehr bequem. Auch auf der Seite haben wir noch eine Wasserzuführung, weil auch ein Planschleifteller dabei ist bei dieser Maschine mit Körnung 280. Der ist ganz, ganz sinnvoll, weil damit kann man gerade plane Flächen schleifen, Rückseiten von Cabochons, Rückseiten von Anhängern oder auch kleine Anschliffe herstellen. Sehr angenehm beim Arbeiten ist auch die LED-Lampe. Hier sind drei schöne LEDs, kräftige drinnen. Kann man auf diese Seite schwenken, sieht man schön auf dem Arbeitsbereich hin und auch hier. Ja, was die Maschine auszeichnet, ist sicher der ruhige Lauf der Maschine. Ist sehr angenehm damit zu schleifen und auch das viele Zubehör, das dabei ist. Möchte ich kurz erwähnen, an Zubehör, das ist der 280er Planteller. Der wird hier auf diese Seite, auf der rechten Wellenende aufgeschraubt und dafür gibt es auch eine Wasserversorgung mit einer kleinen Düse, die da drauf spritzt und die Wassermenge ist regulierbar. Wie gesagt, damit kann man Planschliffe herstellen oder Rückseiten von Cabochons oder Anhängern. Dieses Canvas Pad ist zum Polieren dabei, ist nicht unsere erste Wahl. Alternativ bieten wir im Shop, und das schreiben wir auch im Shop, eine Filzscheibe an mit Diamantpaste zum Polieren. Hat sich besser bewährt. Dann haben wir noch dabei zwei Handauflagen. Ja. Die können wir hier so reinklicken. Das ist recht angenehm beim Schleifen, weil sie liegen mit den Händen so auf. Haben den Stein hier, können hier schon wippen. Das haben wir für links und für rechts dabei. Dann haben wir dabei Spritzschutz für vorne und seitlich für diese Seite.
Das haben wir auch zweimal dabei. Dann haben wir die zwei Ablaufschläuche. Die werden hinten angeschlossen. Wir sehen ja hier bei dieser Tasse, sehen wir hinten die Öffnung. Hier rinnt das Wasser ab. Hier werden diese beiden angesteckt und dieser Schlamm und das ganze abgeschliffene Material, das ist wichtig, soll in einem eigenen Kübel landen. Und weil wir gerade beim Kübel sind, hier haben wir die Pumpe. Das ist eine 220 Volt Pumpe. Hinten gibt es einen, auf der Rückseite gibt es einen Schlauch, der wird hier reingesteckt. Und diese Pumpe kommt dann in einen zweiten Kübel, wo immer nur frisches Wasser drinnen ist. Das ist wichtig, damit man sich die Pumpe nicht kaputt macht, weil wenn die im Schlammkübel drinnen ist und hier wirbelt der ständig dieser Schlamm mit dem Wasser und da sind auch kleine Gesteinsbröselchen drinnen und das ist nicht gut für die Pumpe. Daher zwei getrennte Kübel, mein Tipp. Dann haben wir noch zwei schöne Sachen dabei und zwar Komplettabdeckung als Spritschutz seitlich. Da gibt es drei Magnetpunkte und da wird das drauf geklickt, links und rechts. Das ist sehr angenehm beim Schleifen, weil es Ihnen nicht überall hinspritzt. Seitliche Abdeckung zweimal. Dann haben Sie noch zwei Stone Trays dabei, ja, für Steine, die Sie schleifen. Ist ganz nützlich. Dann hat man eine Übersicht, was man alles schleifen will und schleift. Schutzbrille, ganz wichtig beim Schleifen, ist auch dabei. Und natürlich das entsprechende Werkzeug mit zwei Schlüsseln und einem Imbus. Und damit wir optisch auch entsprechen, hat der Hersteller auch einen schönen Spritzschutz zum Anziehen dazugegeben. Das ist so eine Schleifschürze, die man beim Schleifen verwenden kann. Auch dabei. Dann haben wir noch die Diamantpaste zum Polieren für die Filzscheibe dabei. Hier wird trocken poliert. Körnung 14.000. Und dann haben wir noch was Wichtiges dabei, so ein Reinigungsgerät, wir sagen dazu Pfeifenstierler in Österreich. Mit dem kann man die Düsen, die hier darunter liegen, bei jedem Rad sind es zwei Düsen, die sind auf dieser Unterseite und die sprühen aufs Rad hin. Und wenn die mal verstopft sind und kein Wasser kommt, Sie sollten ja immer nass schleifen, ja, sind die Düsen zu reinigen mit diesem Werkzeug. Und dann haben wir uns noch überlegt, was braucht denn ein Einsteiger, also ein Anfänger, noch alles, damit er halbwegs starten kann und seine Utensilien beisammen hat. Das ist ein Schablonensatz. Hier sind vier verschiedene Schablonen dabei. Rechteck, Oval, Cabochons in verschiedenen Größen. Man nimmt den Stein oder die Steinplatte, die macht man nass, damit man die Zeichnung des Steines schön sehen kann und dann fährt man mit der Schablone drüber. Und dann wird mit einem Messingstift, der dabei ist, die Form angerissen. Dann wird der Stein herausgeschnitten, gesägt und dann geschliffen und poliert. Dann haben wir noch dabei die Dops. Wenn Sie recht kleine Steine haben, die mit den Fingern nicht mehr gut zum Halten sind, dann werden die Steine aufgeklebt. Das sind Buchenholz-Dops, Stäbchen. Und sind auch 10 Stück dabei. Und die werden aufgeklebt mit dem 2-Komponenten-Steinkleber. Der wird abgemischt 1:1 und wenn der Stein fertig geschliffen ist, dann löst man die ab in kochend heißem Wasser. 3 bis 4 Minuten im heißen Wasser reicht, damit man den Stein ablösen kann. Das bringt mich jetzt schon zur zweiten Maschine, die dabei ist. Das ist die Steinsäge. Es ist die Germany 250, die man auch sonst bei uns kaufen kann. Hat ein 250er Blatt drinnen, gesintert, langlebig und macht einen schönen Schnitt. Die Maschine ist fixfertig auf Basisplatte montiert. Sie haben auch einen Abflussschlauch dabei mit einem Stopfen zum Flüssigkeitswechseln. In der Tasse haben Sie die Flüssigkeit drinnen, entweder Wasser für weiche Steine oder eine Emulsion mit Wasser gemischt. Für härtere Steine, zum Beispiel die Quarzgruppe, Achate, Jaspische und so weiter. Das Kühlmittel ist auch dabei, 1 Liter, das lässt sich mit Wasser
bis maximal 1:12 verdünnen. Wir empfehlen hier eine Verdünnung von 1:6, 1:7 bei der Quarzgruppe. Wenn das Sägeblatt einmal nicht mehr gut schneidet oder Sie haben den Eindruck, Sie müssen antauchen ganz stark und es geht nichts mehr weiter beim Schneiden, dann müsste das Sägeblatt geschärft werden. Da gibt es auch einen Schärfstein, der ist aus Aluminiumoxid, den legen wir auch bei. Und in den schneiden Sie auf der kurzen Seite 5, 6, 7 Mal rein, im laufenden Betrieb, nass. Und das kantet die Diamanten wieder auf und nach diesem Schärfvorgang schneidet das Blatt wieder wesentlich besser. Wichtig ist, das Blatt soll unten in der Kühlflüssigkeit ca. 1 cm immer eintauchen. Das lässt sich gut kontrollieren, wenn hier das Wasser spritzt gegen diesen Spritzschutz hier auf der Innenseite, da entsteht eine Wasserlinie und die müssen Sie immer im Auge haben. Solange die Wasserlinie steht, wissen Sie, ich habe genug Wasser drinnen. Ist die Wasserlinie hier nicht mehr sichtbar, dann gießen Sie seitlich bei dem Schlitz, wo das Sägeblatt rauskommt, wieder ein bisschen Flüssigkeit nach, sodass das Sägeblatt immer einen Zentimeter eintaucht. In dem Zusammenhang auch ganz wichtig, sage ich immer dazu, nach dem Schneiden die Kühlflüssigkeit ablassen, damit das Sägeblatt nicht rostet. Das Werkzeug, das notwendige, ist ebenfalls dabei. Hier haben wir eine Steinklemme und die lässt sich versetzen. Und hier kann man praktisch Scheiben runterschneiden und die sind dann planparallel, aus denen man später vielleicht Anhänger oder sonstigen Schmuck fertigen will. Maschine hat 220 Volt, Notausschalter und wird betriebsbereit geliefert. Ja, das war unser Cabochon-Einsteiger-Set, kurz zusammengefasst. Ich hoffe, es hilft ein bisschen weiter, dass man sich was vorstellen kann darunter, was alles in diesem Package drinnen ist. Und jetzt kommen wir zum zweiten Set, zum Planschleifen-Einsteiger-Set. Dieses Set besteht aus der Sägemaschine, die ich bereits beim vorigen Set näher erklärt habe. Sie haben bei der Maschine dabei die Diamantschleifteller in Körnung 80, 180, 360 und 600. Und dann haben wir für die Vorpolitur noch zwei Scheiben, kunststoffgebundene Diamantscheiben, dabei Körnung 600. Da glänzt der Stein meistens schon und bei 1200 glänzt er noch ein bisschen besser. Und nach dem Schleifen wird poliert auf der Filzscheibe, die ist auch dabei, und die Diamantpaste, die man dünn und nur punkteweise auftupft und dann verreibt mit dem sauren Finger, ist auch im Set enthalten. Was noch dabei ist, sind drei weiche Scheiben, eine 280er, 600er und 1200er. Mit denen kann man abrunden und cabochonieren, weil die geben nach. Die haben hier 5 mm Neopren drinnen und die lassen sich schön eindrücken und damit lassen sich schön Rundungen, Cabochons oder Anhänger schleifen. Das heißt, Sie haben hier eigentlich mit dieser Maschine eine Planschleifmaschine, aber können auch cabochonieren. Wenn Sie sich schwer tun bei der Entscheidung, welches Set für Sie das Richtige ist, stellen Sie sich die Frage, mache ich mehr Planschliffe oder wird es bei mir eher in Richtung Schmucksteinschleifen gehen? Wenn Sie sagen, Sie wollen Ihre Steine, die Sie selbst in der Natur gesammelt haben, Bachsteine, Mineralien, Fossilien und andere Steine, nur durchsägen und plan anschleifen und polieren, dann sind Sie hier beim Einsteigerset Flachschleifen richtig. Wenn Sie der Meinung sind oder sich vorstellen, dass Sie in erster Linie Cabochons schleifen oder Rundungen und Schmucksteine, dann wird das Cabochon-Einsteigerset für Sie das Richtige sein. Und jetzt zur Maschine selbst. Das ist unsere Achat 200 Eigenbau. Die Maschine ist solid gebaut in Metall und Pulver beschichtet. Wir haben einen 200 mm Aufnahmeteller mit unserem bewährten Magnet. Klicksystem in der Mitte mit einem Zentrierzylinder, wo die Scheiben einrasten. Ich zeige das mal kurz her mit einer Scheibe. Wir legen so auf, lassen da ein bisschen einen Rand und ziehen her. Klick. Kontrolle. Angedrückt. Jawohl. Und jetzt kann die Maschine eingeschaltet werden. Sie sehen hier den Einschalter in grün, den Ausschalter und gleichzeitig Not aus. Und sitzen oder stehen so vor der Maschine. Das Wasser kommt aus dem Edelstahl-Wasserbehälter.
Hier kann man die Wassermenge dosieren und mit flexiblem Gliederschlauch kann man sich das Wasser hinstellen, wo man es braucht, von der Höhe her. Das ist ganz praktisch, weil Sie mit Stein dann schön hin und her fahren können. Das Wasser soll generell in der Mitte an der Scheibe ankommen. Hier hinten sehen Sie ein Abflussloch, wo dann der ganze Abraum runterläuft durch einen Schlauch und letztendlich in einen Kübel hineinläuft. Gleich zu den technischen Daten der Maschine. Wir haben eine mittlere Geschwindigkeit angenommen. Die Maschine läuft mit 900 Umdrehungen und hat diese Drehzahl fix, also keine Drehzahlstellung. Die Maschine hat 375 Watt Leistung, ist in etwa ein halber PS und läuft mit 220 Volt. Selbstverständlich haben wir auch deutschsprachige Beschreibungen für alle Maschinen dabei, auch mit vielen Praxistipps versehen. Ich hoffe, ich habe euch heute einen kleinen Überblick geben können über unsere zwei Anfänger-Komplett-Sets. Und ihr findet die auch auf uns in unserem Shop steinschleifmaschinen.at. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, danke für eure Zeit. Euer Fred, liebe Grüße aus Litzen.